Hallo und herzlich willkommen zum 12. Teil Let's Play Path of Exile mit der kleinen Allround Witch. Ja, weiter soll's gehen heute. Vorweg eine kleine Erklärung diesmal nur. Ein Level-Up habe ich bekommen. Ich habe ein bisschen gegrindet und habe gestern Daily Quests gemacht. Bin da auch auf eine Sana-Map eingeladen worden. Tatsächlich kann man die schon machen jetzt hier. Eine Sana-Mission. Sana hieß die gute, ne? Z-A-N-A. Ja, Level 70 habe ich mich eigentlich ganz gut geschlagen. Dummerweise habe ich tatsächlich meinen ersten Tod hinnehmen müssen. Das ist ein bisschen frustrierend gewesen. Aber naja, gut. Ja, was hat sich verändert? Ich habe, hatte ja schon angekündigt, dass ich meine Schuhe tauschen wollte. Das habe ich hier auch gemacht. Ich hatte lustigerweise, das sind nicht die Schuhe, die ich letztes Mal im Video hatte. Die haben aber nahezu die identischen Sachen drauf. Gut, hier gibt es noch Feuerresistenz. Das ist optimal für mich. Da habe ich 26 Geschick drauf gecraftet. Ist klar, natürlich minimaler Roll. Wenn schon. Aber egal. Ja, 26 Geschicklichkeit, die fehlte mir ja eh. Und dazu habe ich dann jetzt auch noch passend dieses Amulett angezogen. Das ist zwar defensiv bis zum geht nicht mehr. Da ist also nichts Offensives drauf, aber dafür sind die defensiven Stats doch sehr überzeugend, wie ich finde. Ja, das ist also neu. Jetzt sind wir auch wieder ein bisschen schneller zu Fuß unterwegs. Ja, was gibt's noch? Ein Level-Up habe ich noch. Also, und die Shock Nova will ich noch leveln. Ich habe gerade gesehen, was habe ich denn hier noch? Clarity soll nicht gelevelt werden, Lightning Warp auch nicht. Alles gut. Ja, ein Punkt gab's. Das heißt, ja, hier den kleinen Elemental Damage Knoten noch. Der wird wieder spannend hier. Ja, das soll es gewesen sein schon mal mit der Vorbereitung. Dann kannst du direkt weitergehen. Eben noch schnell gleich die Auren wieder anschmeißen. Hätte ich eigentlich auch vor dem Video machen können. Egal. Geht ja schnell. So, Lightning Warp. Und weiter geht's. Ja, das fühlt sich auch gleich wieder viel besser an hier mit der Geschwindigkeit. Können so ein bisschen was einstecken, die Gegner hier. Ja, ich versuche jetzt auch hier durch den Akt möglichst schnell durchzukommen. Es wird Zeit für Maps. Gestern Blut geleckt. Zumal ich mich wirklich erstaunlich gut geschlagen habe, wie ich fand. Da war ich doch ziemlich angetan. Mal über dem hier zusetzen können. Spaßeshalber. Ja, sieht alles sehr schön aus. Ja, auch wie angekündigt, ich werde schauen, dass ich mir hier einen Frenzy Charge besorge. Zusätzlichen, als Questbelohnung für die Banditenfürsten. Normalerweise habe ich immer noch keine Hybridflaschen gefunden, die ich benutzen könnte. Aber dafür habe ich zumindest die hier, meine Quicksilver-Flasks, mal gecraftet. Ja, ist nicht ganz das, was ich wollte. Jetzt habe ich zweimal im Grunde dasselbe. Extra Charges und Freeze Remove. Ja, hätte einmal auch gereicht, aber ja, war drauf und kann ich jetzt ganz gut. Die Extra Charges sind eigentlich schon ganz witzig. Reicht dann, um die einmal mehr zu benutzen, die Flaschen. Und ja, irgendwo sollte man dieses Gefrorensein wieder loswerden können. Nation Card. Auch da gilt wieder das Übliche. Der Fenrir hat es immer noch nicht geschafft, immer noch keinen neuen Loot-Filter. 9 ist gut, überhaupt ein. Ich finde, die Karten sind doch mit diesem leichten Hellblau, die sehen doch für mich als Halbfarbenblinden, also einfach nur als unaufmerksamen Betrachter, sieht das so gleich aus zu dem Weißen. Da muss ich schon, ich meine, ja, ich habe es ja gerade gesehen, also ganz, es ist schon ein bisschen auffällig, aber nicht auffällig genug für mich eigentlich. Pink oder so wäre gut. Und bleib an der Wand stehen. Da ist keine Chance mehr wegzukommen. Da sieht man sehr schön den Effekt, dass man tatsächlich
nach wie vor mit Arctic Wrath Shotgun kann. Man gerade wirklich, denke ich, sehr eindrucksvoll sehen können, was der Unterschied ist, ob wir mit einem Projektil treffen oder gleich mit mehreren. Champions mit. Okay, chromatischen Orb. Hab ich auch selten, dass ich mir wünsche, ein paar chromatische Orbs mehr zu haben. Normalerweise liegen die bei mir immer doch ziemlich ungenutzt in der Kiste rum. Ja, Mastercrafting ist gar nicht mal so billig. 25 chromatische Orbs ist jetzt nicht die Welt, aber wenn man das mal zweimal gemacht hat, dann sind schon mal zwei Stapel komplett weg. Das ist kein ernsthaftes Problem. Aber man merkt es dann halt doch. Oh lala. Orb of Regret. Level 2. Sehr schön. So kann es weitergehen. Oben ist meistens besser, wenn man zu dem Blitzviech will. Ich könnte ja mal zwischendurch gucken. Ja, Feuer könnte ich noch ein bisschen nachlegen, aber Blitz ist ordentlich überskilled, beziehungsweise überstattet und Cold brauchbar überstattet. Ja, Resistenzen also absolut im grünen Bereich. Chaos Orb. Was haben wir denn Schönes? Falsche Richtung. Da will ich eigentlich nicht hin in diese Richtung. Chromatischer Orb. Das mit dem Crit funktioniert wirklich ausgesprochen gut. Geht's ausnahmsweise mal nicht da lang? Okay, doch da oben, haha. Mal sagen, hier ist immer der Weg zu dem Blitzviech. Muss die arme Thora auf ihren Auftrag verzichten. That thing. It's loaded everyone. Help me. So, erstmal das Flame Totem mal wieder die Arbeit machen. Weil meine Blitzresistenz eigentlich gut genug ist. Da können wir auch mal draufhalten. Au. Wer der trifft hier. RCS. Bei Fidelitas müsste weibliche Form sein. Baleful Gem, okay. Check. Dioriathen. Ja. Wieso keine Hybrid Flask? Die könnte ich gebrauchen.
Ah, eigentlich müsste ich ja auch jetzt die Quest hier nochmal machen, nämlich sehe welche. Also ich habe mir die zwar mal auf der Wiki-Seite angeguckt, habe es aber wieder nicht so ganz mehr im Kopf gehabt. Und ich glaube, hier waren auch tatsächlich ein paar Unique Gems dabei, die man gebrauchen kann. Gems sag ich schon hier. Juwele. Ja, komm. Gönnen wir uns den Spaß, machen wir das auch noch eben mit. 60. Ja, hier könnte man schon mal anfangen, Rares fürs Chaos-Rezept zu sammeln. Aber da muss ich vorher, glaube ich, meine Kiste erstmal ein bisschen durchsortieren, damit ich die auch entsprechend lagern kann, ohne die zu vermischen. Ja, auch wenn der Charakter mir nach wie vor auch tierisch Spaß macht und ich den sicherlich noch eine ganze Weile spielen werde, da bin ich mir doch sehr sicher. Ich halte ja immer das Gehirn offen für neue Ideen. Hab mir schon mal so ein paar Gedanken gemacht, was man denn nochmal so spielen könnte. Also die erste Überlegung, die ich angestellt habe, dass ich davon ausgehe, dass das mein letztes Video in Soft, also meine letzte Videoreihe in Softcore ist erstmal. Das heißt, das nächste Mal mit einem neuen Charakter anfangen, mit einer neuen Videoreihe, dann wird es in Hardcore losgehen. Da habe ich mal wieder Bock drauf. Ein bisschen Nervenkitzel. Übrigens ein netter Nebeneffekt, dass ich jetzt hier mehr Geschick habe. Jetzt kann ich auch meine Edelsteine wieder weiter leveln. Ja, also Hardcore, das ist die erste Überlegung. Und ja, ich bin mir nicht sicher. Es gibt so viele schöne Sachen, die man nochmal probieren kann. Ich hatte auch schon mal was in einem Post geschrieben, dass so die Sachen sind, die mir durch den Kopf schwirren. Das schwirrt mir erstmal in den Kopf, das habe ich eigentlich gefunden. Chaos Orb. 8 von den Karten für einen Chaos Orb. Das ist aber teuer dafür, dass die Karten so selten sind. Oder sind sie gar nicht so selten? Ich habe nur so wenig Glück beim Finden. Fast an einer vorbeigelaufen. Gerade den Wegpunkt nehmen sollen, um mal kurz in die Stadt zu gehen, meine ganzen Sachen zu verkaufen. Naja, egal. Warband oder so? Das ist Herald of the Obelisk. Achso, das ist dann wahrscheinlich der Obelisk gewesen. Ja, das sind so die Ligen, die ich nicht so ausführlich gespielt habe. Da weiß ich nicht so ganz, was da los ist. Ja, was... zurück zum Thema, was könnte ich nochmal so spielen dann? Also im Moment ist meine Tendenz wirklich Richtung Cyclone Dual Wield Claws. Das ist das, wo ich jetzt zuletzt drüber nachgedacht hatte. Stelle ich mir doch ziemlich witzig vor. Ich habe mir auch überlegt, einen Charakter zu bauen, der im Idealfall mit jedem Map-Mod klarkommen kann. Wobei ich da nochmal gucken muss, da ist mein Wissen auch ein wenig veraltet. Ich habe länger nicht mehr so richtig intensiv Maps gespielt. Und da hat sich seitdem einiges getan. Also nicht nur seit dem aktuellen 2.0er-Update, sondern vorher auch schon. Da muss ich mich überhaupt erstmal auf den neuesten Stand bringen, welche Mods eigentlich mittlerweile machbar sind, überhaupt dabei sind. Ja, also wie gesagt, das wäre so ein Gedanke. Richtung, irgendwie ein Hardcore-Charakter, der jeden Map-Mod schaffen kann. Und eigentlich wäre jetzt auch im Zuge der Gerechtigkeit mal wieder ein Nahkämpfer dran.
hier verkaufen. What? Erstmal die Dinger mit den Verlinkungen. Schauen wir mal, was wir hier haben. Intelligenz, Leben. Ach, danke. Leben ordentlich, Feuerresistenz ordentlich. Grundtyp für mich eigentlich ganz Rauch. Ne, okay, beim Helm. Ja, ne, ist okay. Kann weg. Leben, Blitzresistenz. Viel zu viel Stärke für mich. Aber 11 All Resist. Zwar nicht tragen, aber die Rüstung gefällt mir trotzdem ganz gut. Zumal ich Astral Plate sowieso eigentlich besonders gut finde. Ich mag diesen Automod mit den allen Resistenzen. Exiles. Ja, spuck du mal. So. Removes Bleeding. Removes Burning. Machen wir mal so. Die ganz unelegante Art, Inventar zu müllen. Andere Sachen, die mir noch so im Kopf rumgegeistert sind, das ist so witzig, wenn man crittet. Andere Sachen, die mir noch im Kopf rumgegeistert sind, Wildstrike, den wollte ich unbedingt mal testen. Ich habe das jetzt mal mit meinem Ice Crush Crash Marauder gemacht. Leider konnte ich nicht so wirklich viel sehen. Besonders spektakulär ist der Skill optisch nicht, aber er scheint zumindest nicht schlecht zu sein. Also Schaden war doch schon ziemlich witzig, obwohl der Charakter ja eigentlich überhaupt nicht darauf ausgelegt ist. Dann, ja, irgendwie was, entweder mit Flame Blast, Flame Blast, oder vielleicht sogar Discharge und dann halt Burning Damage. Elemental Proliferation, das Ganze auf die Gegner ausbreiten lassen. Auch immer spaßige Charaktere, extrem stark. Allerdings bräuchte ich dann schon eigentlich auch einen Searing Touch, ohne ist es dann doch, also den würde ich da schon als gesetzt ansehen. Ohne macht es einfach wesentlich weniger Spaß. Ja. Dann habe ich auch immer noch einen Charaktertyp, den ich noch gar nicht gespielt habe. Ich habe noch nie einen Charakter gehabt, der mit Zauberstäben angreift. Wahrscheinlich dann mit Power Siphon. Das fehlt mir quasi seit der offenen Beta. Damals. Da wollte ich immer mal so einen Charakter machen, habe es aber nie geschafft, das mal anzugehen. Damals habe ich mal abgeschreckt, dass das Ding verfehlen kann. Ich habe mir immer gedacht, Mensch, wenn ich doch eh auf Geschick gehen muss, also auf Treffsicherheit, dann kann ich auch gleich einen Bogen nehmen. Einfach, ich als Bogenschütze, ich habe da halt eine so besondere Affinität zu. Deswegen hat es dann nie für einen entsprechenden Charakter gereicht. So, da sollten wir sein, jawohl. Natürlich ein perfekter Crit-Build. Es gibt ja auch noch den neuen Zauberspruch, also für die Stäbe. Ich weiß gerade nicht ganz genau, wie der heißt. Kinetic Blast oder so. Ich weiß nicht, ob der gut ist. Huch, zu viel auf einmal. So, was haben wir denn hier? Mana Cost of Skill, Skill Effect Duration, Reduced Mana Reserved. Das Ding, gut, 2% Reduced Mana Reserved ist jetzt an sich noch nicht so der Hammer, aber... Also insgesamt finde ich das Ding schon ganz witzig. Chance to Dodge Attacks ist auch ganz witzig, wobei 2% auch da nicht viel ist. Mich vertan. Okay, ich nehme alles zurück. Diese interessieren mich doch nicht wirklich, die Dinger.
Was? In Cruel? Wo es ganz brauchbar gab? Ich meine, ich hätte irgendwo gesehen, dass es da bei den Belohnungen auch irgendwo was Brauchbares gab. Das heißt, brauchbar sind die natürlich auch irgendwie, aber soll ich vom Hocker hauen? Tun die mich nicht. Gilt mittlerweile aber eigentlich für jedes Juwel, was ich bisher gefunden habe. Weil ich mittlerweile schon eine ganze Menge, ist übertrieben, aber so ein paar gefunden habe. Aber so richtig überzeugt hat mich da bisher noch keins von, wo ich gesagt habe, auch da muss ich den Skillpunkt für investieren. Da liegt es auch einfach an der überwältigenden Zahl von Möglichkeiten. Warband. Ja, um es auch nochmal auszuformulieren, hat er auch schon mal was dazu geschrieben, auf einen entsprechenden Kommentar hin. Ja, ich mag Warbands auch nicht. Ich finde die auch eher lästig als irgendwie eine Bereicherung. Aber gut, die sind nun mal da, da muss man irgendwie mit denen agieren. Der mich einfach überrollt. Drecksack. Gut versteckt heute. Das versteckt wird er nicht sein, aber er ist weit weg. Relativ nah wahrscheinlich beim Banditenfürsten. Gerade mehrfach durch ihn durchgeschossen, kann er sein. Ist das Elemental Reflect? Physical Reflect, okay. Bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher, ob ich das jetzt gut finde oder nicht, dass die Reflect so entschärft haben. Dass jetzt das keine Aura mehr ist, sondern wirklich nur der eine seltene Gegner das dann jeweils als Fähigkeit hat, nimmt das doch viel von seinem Schrecken. Wenn man so eine ganze Gruppe, weil nicht 20 Gegner hat, die alle reflektieren und man haut da einmal einen Flameblast rein, ich glaube, das kann man fast gar nicht überleben als normaler Charakter. Da muss man irgendwie schon Instant Leech haben oder irgendwie sowas. Und zwar in riesigen Mengen. So, was bist du denn für einer? Was gibst du mir? Boah, ist klar. Natürlich genau der, den ich helfen will. Ja, ich helfe dir. No pain, no gain. Schön. Ich glaube, der war kein Brite. Make it fast. So, naja gut. Ein bisschen Weg umsonst gemacht. Ja. Brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Auch nix. Return if you must. So, dann haben wir die Ecke fertig. Dann können wir. Oh. Aha. Hab ich irgendwie völlig verpennt, den Skillpunkt. Da. Habe ich ein Level abbekommen oder war das von der... Ne, es war Respect Points für die Quest. Habe ich das Level up wohl irgendwie über... Guck ich mal hin. Da, tatsächlich. Level 75, 65. Mensch. Wegpunkt. Lightning Warp, jawohl. Kann ich also gleich auch über die kaputte Brücke drüber teleporten. Das kommt mir sehr entgegen.
mal das Ganze. Jetzt wollen wir es aber wissen hier mit den Karten. Vielleicht habe ich auch nur deswegen bisher so wenig gefunden, weil in Normal und Cruel so wenig droppen davon. Wahrscheinlich haben die meisten... Wird auch Sinn machen, wenn man die sich so ein bisschen fürs für Merciless aufgehoben hat. Ich meine, hier ist halt nun mal die Zeit wirklich angesagt zum Grinden. Dass ich jetzt vorher doch verhältnismäßig viel gegrindet habe, wäre jetzt ja nicht unbedingt nötig gewesen. Kenne ich gar nicht spontan, den Typen. Im Karton. So, was habe ich denn da für ein Kärtchen gefunden? Lifespring, okay. Ja. Ist auch nicht gerade der Riesenhighlight, der Zauberstab. Spinnenhöhle angelangt. Sie denn? Auf der anderen Seite. Muss er hier irgendwo sein. Immer den Spinnen folgen. Wie bei Harry Potter. Ach, da ist er doch. Ich fand das so etwas irritierend, dass ich hier dieses versponnene Wald, die versponnene Waldtextur nirgendwo erblicken konnte auf der Karte. Dann gucken wir mal, wie es mit der Spinnengruft hier läuft. Eine Warband. Mal wieder. Was denn jetzt? Jetzt ist Ruhe. Jetzt kann ich einmal ganz kurz gucken, ob hier irgendwas anderes Tolles noch liegen geblieben ist. Sieht aber nicht so aus. Mann, Mann, Mann. Immer diese Warbands. Immer hier in Merciless. Kann mich gerade gar nicht mehr dran erinnern. Ich würde sagen, so Gastmonster... ist ja keine neue Erfindung. Ich bin da ehrlich gesagt kein Freund von. Ich meine, ich verstehe, warum das gemacht wird. Um so ein bisschen die Abwechslung reinzubringen und den Schwierigkeitsgrad auch ein bisschen zu erhöhen. Ich finde es halt doch irgendwie immer, ich weiß nicht, unstylisch. Wobei die Gegner jetzt, die passen so, ja, wobei passen die wirklich in eine Höhle. Können die sich durch den Steinboden hier durchwühlen? Was auch immer.
Hybrid Flask. So, jetzt haben wir sie aber. Welche ist denn besser? 1700, 480. Okay. Ja, Sacred und Hollowed, das sind halt... Moment. 20, 40 Charges. 5 Sekunden, 5 Sekunden. Okay, Hollowed sind einfach besser. Stimmt, Divine oder so müssten dann die sein, die weniger dafür schneller regenerieren. Bist du auch Teil der Warband? Wahrscheinlich. Etwas enttäuschender Drop. Schon wieder. Da gehörte die auch schon dazu. Flame Golem, den könnten wir eigentlich auch mal dazu holen jetzt. Vielleicht schaffe ich es ja, die Spinne wegzuhauen, bevor sie das erste Mal verschwindet. Vielleicht haut die mich aber auch ganz schnell weg. Schauen wir mal. Okay, ganz so viel Schaden haben wir ja nicht angestellt. So, danke sehr. Gucken, was es zu erzählen gibt, was ich hier für eine Questbelohnung bekomme. Wahrscheinlich ein Gegenstand. Überraschend. Ja, wenn ich die Wahl habe, dann nehme ich doch Rüstung und Energieschild. What do you want? So, schauen wir mal, was wir noch so haben. Okay, Schrott. Schrott. Semi-gut. Ja. Ne, muss nicht sein. Oh. Oh, 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 oh. Ich habe immer Glück, dass ich Rüstung und Ausweichen finde. Boah, die sind richtig schön. Das sind mal drei Bombenresistenz. Also eine richtig gute Resistenz und zwei grundsolide. 25 Movement Speed. Fehlt nur Leben, das kann man auch draufcraften. Nicht ganz so hoch, wie theoretisch möglich wäre. Aber trotzdem, die Schuhe, die sind richtig schön. Nicht besser unbedingt jetzt für mich, als die, die ich gerade trage. Bei mir geht es in erster Linie um Feuer- und Blitzresistenzen. Blitzresistenzen habe ich gecapped. Feuerresistenzen fehlt mir ein bisschen was. 10 Movement Speed mehr, dafür kein Leben im Moment. Okay, für mich jetzt uninteressant, weil ich kein Geschick da drauf. Also ich kann nicht Geschick und Leben drauf craften. Aber das sind Schuhe, da freuen sich bestimmt einige Charaktere drüber. Die sollten mal dringend aufgehoben werden. Mal die Karten mal. Gucken, ob ich dazu passend schon mal irgendwas hab. Nee. Alles neue Kartensätze. So, dann zurück Western Forest. Oh, 37 Minuten schon, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also um den Dreh müsste das Video jetzt schon lang sein. Habe ich getrödelt? Wo habe ich denn hier so gebummelt? Eigentlich hatte ich vor, den zweiten Akt in dem Video fertig zu kriegen. Naja, ich glaube, ich töte einfach im Moment zu viel hier, aber es macht zu viel Spaß. Ja, Gott. Machen wir halt zwei Videos. Ich habe heute zum Glück ein wenig mehr Zeit zum Aufnehmen.
Hätte zwar eigentlich sinnvollere Sachen zu tun, aber ich gönne mir den Spaß gerade mal. Ich kann ja nicht immer nur arbeiten, man muss ja auch mal ein bisschen Pause machen zwischendrin. Nebenbei Pause machen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber der Fenrir ist ja vor einiger Zeit umgezogen. Und ich habe immer noch meine alte Wohnung. Da ist immer noch wahnsinnig viel Krempel. Ja, wenn man fast 35 Jahre Zeit hat, das Zeug, eine Wohnung zuzumüllen. Also die Wohnung selber ist fast, ist eigentlich leer, aber Speicher und Keller sind halt vollgestellt ohne Ende. Naja, ich habe, mit anderen Worten, ich habe in Kindheitserinnerungen rumgewühlt in den letzten Tagen. Sehr spannende Sachen, die wieder ans Licht gekommen sind. Meine ganzen alten Hörspielkassetten. Braucht jemand Masters of the Universe, Mask, Turtles, Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg, ach, so viele coole Sachen. Und ich habe sogar noch den passenden Kassettenspieler dazu. Achso, das war ein bisschen früh. So, Power Charge will ich nicht, also wirst du gekillt. What do you want? Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich muss ja sagen, von diesen Hörspielen bin ich auch mein Leben lang nicht weggekommen. Also diese speziellen jetzt zwar nicht, die stehen eigentlich nicht mehr so auf meiner Liste. Aber ich habe auch unter anderem meine ganzen DDF-Kassetten wiedergefunden. Gut, mittlerweile habe ich den ganzen Kram auf CD und zugegebenerweise ein paar Sachen auch auf MP3. Hust, hust. Ja, bei Fragezeichen höre ich bis heute immer noch gerne. Höre ich sogar relativ viel. Bin halt nicht so der typische Musikhörer. Ich habe eigentlich nie Musik laufen, wenn ich am Rechner sitze. Wenn ich jetzt nicht gerade Videos aufnehme, habe ich immer drei Fragezeichen im Hintergrund. Was ich auch sehr empfehlen kann, falls, ich weiß nicht, ob ich das schon mal in irgendeinem anderen Video erwähnt habe, falls es noch andere Liebhaber von Hörspielen gibt hier, Point Witmark ist auch noch sehr witzig. Finde ich nicht ganz so gut wie drei Fragezeichen, ist aber auch unbedingt mal hörenswert. Und was richtig gut ist, ist Gabriel Burns. Gabriel Burns kann richtig was. Auch wenn es ein bisschen anstrengender ist, also da muss man schon die eine oder andere Folge mehrfach hören. Ist so, ja, ist jetzt nicht vergleichbar von der Story her, aber so ein bisschen wie Lost, sage ich mal, so in die Richtung. Also die werfen auch gerne mal mehr Fragen neue auf, als gelöst werden und so Geschichten. Aber es lohnt sich definitiv, da mal reinzuhören. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber hin und wieder gab es mal so eine Aktion, da hat man die erste Folge für 1 Euro kaufen können, auf CD. Für 1 Euro sollte man da in jedem Fall mal reinhören. So, habe ich meinen Werbevertrag auch erfüllt? Nein, ich kriege da kein Geld für oder gratis Hörspiel oder sonst irgendwas. Das ist mir einfach eine Herzensangelegenheit. Ich habe ja auch eine Informationspflicht meinen Sehern gegenüber. Wenn ich weiß, was gut ist, dann muss ich es ja auch mal verkünden. So, da ist der Eingang. So, ja, Endurance Charge will ich nicht. Also hauen wir den um. Vor dem habe ich auch durchaus Respekt. Das ist schon eher einer, vielleicht der schwierigste bei diesem Fürst. Come on. This land has no time for avaricious little despots like you, Oak. Clumsy me. Ich will nochmal Clumsy me hören. Wegpunkt vorm Eingang direkt geben. Ich hoffe, das ist so. Das ist nämlich ein schöner Moment, um auszusteigen aus dem Video. Ah, korrumpiertes Gebiet. Haha. Was kann das denn?
Monsters are immune to curses. Ja, das macht mir gar nichts. Dann machen wir das doch so, dann hole ich praktisch schön direkt hier alles um die Ecke. Ja, dann machen wir erstmal hier auf. Mal Inventar frei, Wegpunkt ist aktiviert. Dann mache ich noch das korrumpierte Gebiet und steige dann da an der Stelle raus aus dem Video. So, komm, schön Wahlfragmente hier. Ich will doch Adziri killen. Dauert zwar noch was, bis ich so mich dazu berufen fühle. Also, da werde ich sicherlich vorher ein paar Map-Runs machen. Aber das wäre so ein Fernziel mit dem Charakter. Der müsste eigentlich Adziri-tauglich sein. Vielleicht ein bisschen wenig Lebenspunkte. Und gucken, ob ich da noch was reißen kann in der Defensive. Aber grundsätzlich ist eigentlich alles drauf, was man braucht. Kann mit den heilenden Wellen gut... die kann man gut wegräumen mit dem Arctic Breath. Und Adziri selber, denke ich mal, am besten Flame Totem und Flame Blast. War schon beim Boss hier. Das Plateau da sieht so aus, als wenn da der Boss wartet. Wenn ja, dann wäre das ein extrem kurzes. Bist du das? Nicht schnell genug zu gucken. Ja, da ist er. Das ist ein sehr kurzes Gebiet. Er ist auch schwer zu treffen. Ein Hoch auf mein Flame Totem. So viele große Sachen. Geht tatsächlich fast alles mit. Unglaublich. Dass ich gerade mein Inventar noch ein bisschen freigekommen habe. Hallo, ich habe da auch die... Okay, da ist irgendwas nicht synchron gewesen in irgendeiner Weise. Ich hatte eigentlich auf die Schriftrolle geklickt, habe nicht gesehen, dass ich die aufgehoben habe. Ach, Wahlcycler. Was soll das denn? Ich brauche Wahlfragmente. Sacrifice at irgendwas. Am liebsten das, was ist das, rechts oben, glaube ich, war das seltenste, ne? What troubles you bring now? So. Machen wir eben schnell Inventar leer. Increased Physical. Brauchbarer Feuerschaden. Stun Threshold ist auch nie so ganz verkehrt, aber grundsätzlich nehme ich dann lieber den, hier, chromatischen Orb mit. Bisschen physischen... Aber, nee, auch nichts Spannendes. Mana Regeneration. Auch nichts. Physical, bla. Nee. Unset Ring. Attacks. Nee. Da war nichts da für mich dabei, bei den Gegenständen. Aber, fällt gerade ein. Mann. Frühen Morgen schon besoffen klingen. Fällt mir eigentlich meinen Kaffee noch gar nicht angerührt. Immerhin ist er noch laukalt. Ich gehe nochmal schnell hier zum Banditenfürsten. Meinen Frenzy Charge abholen. Jetzt vergesse ich das nachher wieder. Jetzt stehe ich wieder vorm Eingang von der Wahlpyramide und komme nicht rein, weil ich keinen Dingslier hab. Shocknova, toll. Glacial Cascade. Ja, ich werde auch, wenn es denn dann soweit ist, wenn ich ein paar Dogruns gemacht habe und so, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich irgendwann so nach den ersten Maps. So. Dann haben wir das Ding auch. Frenzy Charge mehr, sehr schön. Werde ich nochmal so ein kleines Video einstreuen, wo ich nochmal so meine Erfahrung mit dem Charakter hier präsentiere. Und ja, vielleicht mache ich da sogar zwei Videos draus. Mache ich nochmal einmal einen ausführlichen Charakter-Guide. Und ich wollte aber auf jeden Fall auch noch ein anderes Video machen, wo ich einfach nochmal andere Skills durchteste, um zu zeigen, das war ja das Ziel des Charakters, dass ich nicht mich auf ein Element festlege, sondern ich kann im Grunde alles nehmen. Ich kann also jetzt auch Shocknova nehmen zum Beispiel. Das funktioniert nahezu gleich effektiv. Da
dass man einfach nochmal so verschiedene Skills sieht, Ball Lightning. Vielleicht habt ihr irgendwie einen Favoriten, den ihr gerne mal sehen wollt, dann schließe ich den mal an mein Highspeed Cast-Ding hier an, an meine Highspeed-Hexe. Und dann gucken wir mal, wie der Skill wirkt, wenn der mit ordentlich Geschwindigkeit gezaubert wird. Ja, das also als kleiner Ausblick auf die Zukunft. Ja, ich sag bis zum nächsten Mal, werde jetzt direkt das nächste Video aufnehmen. Das heißt, ihr könnt euch freuen, heute gibt es auf jeden Fall 2 Videos zu gucken. Ja, ich hoffe, ihr seid gleich auch wieder mit dabei. Bis dahin!